Das SRF zerbricht am jüngsten Skandal. Der EHC Biel wird Schweizer Meister und der österreichische Skiverband hat das hässlichste Logo auf der Welt. Ob das wirklich stimmt, sehen wir in der 20. Folge. Und das war's. Ich bin Sven Ivanic und du bist ein geiler Siech/Siechin. Und jetzt geht's los. Das SRF ist wieder mal von einem Skandal erschüttert worden. Und der Bar fragt sich, wird der Sender das verkraften? Zuerst einmal, was ist eigentlich passiert? Ein Aushängeschild vom Sender, der Rasha Sufer, hat sich kontrovers geäussert und damit einen Sturm von der Entrüstung ausgelöst. Beim Mittagessen in der SRF-Kantine hat er gesagt, dass ein Kebab vieles ist, aber sicher kein Fleisch. Das hat wieder mal die alte Debatte entfacht. Wenn am 4. Morgen nach dem Ausgang ein Kebab isst, dann ist er das beste Fleisch auf der Welt. Aber wenn der Kebab einmal nicht ganz perfekt ist, dann ist er plötzlich kein Fleisch mehr, sondern nur noch ein Sandwich mit Rotationshintergrund. Aber Achtung, der Satz ist aus dem Kontext gerissen worden. Eigentlich hat der Rasha nur gesagt, dass der Döner nicht als Ganzes, sondern nur in Bezug auf seine geschmackliche Performance halt anders ist als herkömmliches Fleisch. Nämlich aufbrausend und dominant. Was die Aussage extrem entschärft. Wie ein grosser Schluck Eier an meinen Gaumen, nachdem ich mich mit der scharfen Soße gottlos verschätzt habe. Und der Wahr sagt, ja, das SRF wird es schaffen. Erstens hat der Rasha nichts falsch gemacht und zweitens hat das SRF immer noch unsere Show mit einer Einschaltquote, die dem Sender die Durchschlagskraft von einem paraguayischen Penalty verleiht. Vataquara, Taquara le pegó! Gern geschehen. Der österreichische Skiverband hat ein neues Logo und das wird in Österreich selber schon härter auseinandergenommen als der Andy Robertson vom Linienrichter. Leute vergleichen es mit dem Symbol von Blair Witch Project oder witzeln, dass es wenigstens die Ordnung, die im Verband vorherrscht, schön abbildet. Der Bar vermutet dahinter die gleichen Künstler wie beim Clubhaus vom FC Tösfeld, der Ronaldo-Statue oder den Trikots von der Wycombe Wanderers. Fazit, der Bar findet geschissen. Bei diesem Logo denkst du doch nicht an Skifahren, sondern an Mikado, Mikado, Mikado. Wahnsinn. Merci vielmals. Das FIFA-Ranking der Nationalteams ist rausgekommen und wie jedes Jahr hat es dort Positionen drauf, die man nur sehr schwer nachvollziehen kann. USA vor Deutschland, Kolumbien vor Dänemark, Holland vor Kroatien. Ist ein Witz, oder? Und das war ja in der Vergangenheit immer sehr komisch. Ich meine, wer erinnert sich nicht an das 15er-Ranking Österreich vor der Schweiz? Darum ist der Wahr gezwungen zu fragen, entsprechen die Rankings überhaupt den modernen wissenschaftlichen Standards? Uns ist von einem Insider ein exklusives Video zugespielt worden, das aufzeigt, wie das Ranking erstellt wird. So, Freunde, es ist wieder mal die Zeit vom Jahr. Wir machen das FIFA-Ranking und ihr wisst, was das heisst. Ich brauche alle Matchberichte vom letzten Jahr, von den Junioren bis zum ersten Team. Dann brauche ich unbedingt alle Spielerstatistiken von aktuellen und potenziellen Nazi-Spielern. Merci vielmals. Und auch noch mindestens 12 Expertenberichte pro Verband zum Thema Jugendarbeit und Infrastruktur. Wo wäre das? Perfekt. Danke. Viel Mann. Also, Schritt 1 erledigt. Wir kommen zum nächsten Schritt. Wer sagt das Land? Belgien. Belgien ist auf Platz 5. Nicht schlecht. Der Wahr sagt darum, ich sehe absolut kein Problem. Der LeBron James wird von vielen als der GOAT vom Basketball bezeichnet. You know, everybody was just talking how they were you did some stuff. Darum machen seine Teamkollegen während seiner Interviews die ganze Zeit GOAT bzw. Geissengerüst. Der Wahr fragt darum, ist das ein GOATS Konzept? Und wir sagen selber natürlich auf jeden Fall. Sie so, und ich so, was? Und sie so, und ich so, what the fuck? Es soll nicht nur bei den Geiss bleiben, es gibt so viele weitere Tiergeräusche, die unbedingt in Interviews vorkommen müssen. Es gibt nicht nur den Goat, nein, es gibt auch den Bat, der brutalste of all time, a.k.a. der Eric Cantona. Oh, what's going on here? Cantona is getting involved with some supporters. Und bei seinen Interviews wären darum Fledermausgeräusche mehr als angebracht. It's because they think. Sardines.
Und nicht zu vergessen, der Cat, der charismatischste of all time, der Jürgen Klopp. Yeah, from that perspective it is, but in the end the question has to be, how can we not win this game? Oder der Rat, der rauschgiftsüchtigste of all time. Seguramente irán para arriba como loco porque yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol. Zwei welsche Teams sind im Hockey-Playoff-Finale. Die Bieler treffen auf die Genfer. Und der Wahr fragt sich, wird Biel zum ersten Mal nach 40 Jahren Eishockey-Schweizermeister? Le Verdi, oui, bien sûr, c'est bien qui va gagner. Ils ont des joueurs expérimentés. Ils ont des fans qui viennent depuis l'étranger et qui font littéralement du camping devant le stade. Sie sind wieder da. Die ausländischen Fahrenden besetzen den Parkplatz vor der Tissot Arena zu Biel. Et en plus, la ville de Bienne a une mentalité de champion. Peu importe s'il s'agit de la musique, de l'art ou du taux de criminalité. Die gute Nachricht zuerst. Die Zahlen von der schweren Gewaltdelikte hat im letzten Jahr deutlich zugenommen und sogar Höchstwert erreicht. Bienne est toujours au top. Das war's gewesen. Merci fürs Schauen und abonniere uns, wenn ich ein 6 würde. Oder die Trikots von der Können wir den Outtake dann doch irgendwie am Schluss setzen? Der wäre, glaube ich, lustig. Ein Outtake. Yes! Sie sagen mir so viel, was nachher nie passiert. Ja. Ich glaube auch nicht.